Herzlich willkommen zu unserem digitalen Salon, der eine Kooperation der Germania Judaica und von Begegnung Christen-Juden Niedersachsen ist. Mein Name ist Ursula Rudnick, ich bin Studienleiterin und Geschäftsführerin von Begegnung Christen-Juden Niedersachsen. Ich freue mich und begrüße diejenigen, die heute ein Buch vorstellen werden. Als erstes Alisa Bach. Sie wird von Gabi Stief und Hans-Peter Wiechers Der kleine Zug ins Paradies vorstellen. Constanze Baumgart wird uns von Tom Segev die Autobiografie Jerusalem, Ecke Berlin vorstellen. Dann kommt von Ursula Reuter, Ruben Gertschikow und Monty Ott Wir lassen uns nicht unterkriegen, junge jüdische Politik in Deutschland. Und ich selber werde das Buch von Jerry Z. Müller, Professor der Apokalypse, die vielen Leben des Jakob Taubes vorstellen. Wir fangen an mit einem Roman, der auf Fakten basiert. Und ich freue mich sehr, dass Alisa Bach, Leiterin der Jüdischen Bibliothek in Hannover, dieses Buch präsentieren wird. Bitte, Alisa, du hast das Wort. Ja, guten Abend von meiner Seite aus. Ich hoffe, wenigstens einige von Ihnen kommen auch aus Hannover, denn das Buch ist ein Hannover-Roman. Und wer zumindest ab und zu nach Hannover kommt oder mal zu Besuch kommt, kann sich damit ein wenig die Stadt erschließen und die Stadtgeschichte vor allen Dingen. Der Titel des Buches, Der kleine Zug ins Paradies, zunächst mal die Autoren, Gabi Stief und Hans-Peter Wiechers, sind langjährige Korrespondenten, Autoren der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Ein bisschen Zeitungsgeschichte in Hannover kommt also auch drin vor. Und die haben das Buch recherchiert und geschrieben. Und daher kann man es als einen dokumentarischen Roman bezeichnen, auch wenn ein großer Teil davon Fiktion ist. Der Titel des Buches, Der kleine Zug ins Paradies, beschreibt ein kleines Kinderbild von Ringelnatz, der ja sehr viele Kinderbilder geschrieben hat, gezeichnet hat. Und ich konnte allerdings das beschriebene Bild im Internet nicht finden. Ich habe viele Zeichnungen gefunden, allerdings nicht dieses. Ich denke aber trotzdem, dass es echt ist, also dass der Titel echt ist. Und es geht unter anderem auch um dieses Buch in dem Roman. Es geht in dem Buch um eine Kriegs- und Nachkriegsgeschichte, Verfolgung einer jüdischen Bürgerfamilie, Widerstand, Auswanderung, Spurensuche. Das sind so die Stichworte dieses Buches. Und wie gesagt, Hauptspielort des Romans ist Hannover. Man lernt Hannover Geschichte dadurch informativ und unterhaltsam kennen und auch hannoversche Orte. Der Plot ist sehr gut durchkomponiert, facettenreich mit zahlreichen Haupt- und Nebenfiguren, darunter auch sehr bekannte Namen, die rund um einen tatsächlich vorhandenen gewesenen Künstlersalon in Hannover gruppiert sind, unter anderem Kurt Schwitters oder Theodor Lessing und andere. Das ist also ein Teil der authentischen Geschichte, die in dem Roman aufgenommen ist. Was die Spannung ausmacht, das ist eher eine Recherche, eine Spurensuche. Es soll und Gegenstand dieser Spurensuche sind zum einen das Schicksal einer ermordeten Person, das Schicksal einer verschollenen Person und auch das Schicksal von Bildern. Also das modernere Restitutionsthema kommt auch in diesem Roman vor. Und da spielt eben das Bild von Ringelnatz eine Rolle da drin. Ich möchte nun den Plot gar nicht erzählen, weil dann würde ich Ihnen ja die Spannung nehmen. Das wäre also nicht gut. Es ist ja ein bisschen sozusagen wie ein Rechercheroman geschrieben. Also man muss sich da schon die einzelnen Schritte, die einigermaßen spannungsvoll beschrieben sind, selbst erschließen. Aber ich möchte Ihnen die Hauptpersonen kurz vorstellen. Und es handelt sich um vier Frauen unterschiedlicher Generationen.
Eine der Frauen ist eine Zeitgenossin und der Roman reicht bis in unsere Gegenwart 2018, 2019 rein, erst 2020 erschienen. Kate ist eine Tochter eines Vaters, den sie erst sehr spät zu ihrem 31. Lebensjahr kennenlernt. Und dieser Vater ist als Kind mit 9 Jahren aus Hannover mit seinen Eltern in die USA emigriert und hat seine Tochter beobachtet, wollte aber nie eine Familie haben. Und diese Kate ist eine ganz muntere, künstlerisch engagierte und begabte Person, die auch bei einer Zeitung arbeitet. Und die bekommt mit dem Erbe des sterbenskranken Vaters, den sie noch gerade eben kennenlernen kann, einige Schlüsselinformationen an die Hand, mit denen sie dann nach Hannover fährt und hier recherchiert. Das ist also die Kate. Und dann gibt es Helene Salpeter. Die Familie Salpeter ist eine großbürgerliche Familie mit Wohnsitz zunächst mal in der Georgstraße, dann in der Hindenburgstraße. Das werden die Hannoveraner kennen. Und diese Helene Salpeter ist tatsächlich einer echten Figur nachgebildet, nach der heute ein Straßenname in Hannover auch benannt ist, nämlich Käthe Steinitz. Käthe Steinitz war eine Künstlerin und Arztgattin und sie hat in ihren sehr opulenten beiden Wohnungen einen künstlerischen Salon geführt in Hannover, in dem alles, was Rang und Namen damals hatte, L. Lisitzky unter anderem, Schwitters, Lessing und so weiter, auch verkehrte Juden und Nichtjuden. Und sie schrieb auch selbst unter dem Namen Annette Nobody. Also, und das Sprengelmuseum hat vor einigen Jahren dieser Käthe Steinitz auch eine Ausstellung gewidmet. Also ihre Werke sind zu sehen, denn deren echte Erben haben dem Sprengelmuseum eine große Schenkung ihrer Werke gemacht. Also diese Helene Salpeter, Käthe Steinitz alias Helene Salpeter in dem Roman ist eine der Schlüsselfiguren. Dann gibt es die Tochter der Helene Salpeter, eine Nora Salpeter, die ist fiktiv. Diese Nora Salpeter ist eine in den 20ern geboren und weigert sich auszuwandern. Sie schließt sich einer kommunistischen Gruppe an, sozialistischen Gruppe. Und rund um diese Nora Salpeter wird auch die Geschichte des antinazistischen Widerstands in Linden, in dem hannoverschen Stadtteil Linden, in das Buch aufgenommen. Also diejenigen, die ein bisschen damit vertraut wird, werden das wieder erkennen. Und diese Nora Salpeter schreibt, die kommt in diesem Roman, deren Erzählperspektive kommt auch vor, weil nämlich sich im Nachlass, in New Yorker Nachlass auch Schulhefte von ihr befinden, die sie vollgeschrieben hat mit Briefen an eine verstorbenen Person. Und in diesen Briefen beschreibt sie so die Ereignisse bis etwa in die Mitte der 30er Jahre. Sie wird sie versteckt sich und wird aber entdeckt von der Gestapo und ermordet. Und es geht auch um die Aufklärung ihres Schicksals in diesem Roman. Sie bringt zuvor allerdings noch eine Tochter zur Welt mit dem Spitznamen Tuki, Gertrud. Und diese Tochter ist verschollen. Und es geht bei der Recherche, die anfangs erwähnte junge Kate durchführt, auch darum, diese Verwandtschaft zu finden, die ja Miterben des New Yorker Nachlasses sind. Also Nora, eine sehr interessante, eine sehr muntere Gestalt. Und schließlich geht es um Greta Kunatz. Sie ist Nichtjüdin aus kleinbürgerlichem Haushalt, Vater Postbeamter oder so ähnlich. Und Greta und Nora sind eng befreundet, aber diese Freundschaft sehr, sehr eng befreundet. Und es ist so ein bisschen das klassische
ich würde fast sagen Zerrbild, aber man kann auch sagen Muster, die großbürgerliche jüdische Familie, die große, weite, emanzipierte Welt mit der Gleichberechtigung der Frauen und die kleinbürgerliche, enge, deutsche, gewalttätige Welt, in der Greta Kunatz aufwächst und sich dann an diese, sagen wir mal so, intellektuell beweglichere, aber sehr nach Gerechtigkeit, politischer Gerechtigkeit strebende Nora anschließt. Diese Freundschaft gerät allerdings stark unter Druck. Habe ich noch Zeit? Ja, bitte. Dann, das ist so das Szenario. Es sind also diese vier Frauen. Und es geht, wie gesagt, um einige verschollene Bilder, die zum Nachlass gehören. Und es geht unter anderem um dieses Bild, das im Titel der kleine, dieses Kinderbild von Ringelnatz, aber es geht auch noch um insgesamt 5, 6 andere Bilder. Und es geht um das Schicksal von Nora Salpeter und von und das Auffinden von deren Tochter in Tuki. Und am Ende findet sich diese Familie. Es gibt zwar kein Happy End, das kann es bei so einer Geschichte nicht geben, aber ich will jetzt das Ende jetzt nicht verraten, das tut man ja nicht. Also, ich wollte jetzt noch zum Abschluss vielleicht ganz kleine Texte vorlesen. Zum Beispiel hier... zwei ganz kleine, kurze Texte aus diesen Briefen von der Nora. Es ist nur eine Erzählperspektive, die sind fiktiv. Moment. Ja, liebster Oskar, ich weiß, dass du es nicht gut findest, aber ich konnte nicht anders. Unser Gesangslehrer, ein Schnösel und Nationalist, wollte, dass der Schulchor, wie du ja weißt, liegt mir Gesang, zur Feier der Verfassung das Hyänenlied singt. Du kennst den Text nicht, er ist grausig, scheußlich, zum Schütteln. Meine Feder sträubt sich, aber eine Zeile lautet, die welsche Brut lacht unser Tränen, lächzt gleich Hyänen nach unserem Blut. Im Namen des Schülerrats haben wir uns bei der Schulleitung beschwert. Außerdem haben wir uns geweigert, dieses Lied zu singen. Leider waren wir nur 6 Mädchen. Greta war auch dabei. Sie hat sich auf der Toilette versteckt. Also sie hat den offenen Protest, die Freundin hat den offenen Protest nicht gewagt, sondern war auf der Toilette, während das Lied gesungen wurde. Und dann noch eine kleine Notiz, die, was mir völlig unbekannt war, über unseren Zoo hier in Hannover. Lieber Oskar, die Welt steht Kopf und im Zoo werden wieder, das ist aus dem Jahr 1932, die Welt steht Kopf und im Zoo werden wieder Afrikaner vorgezeigt, wie Affen. Die neue Ausstellung heißt Tellerlippen, Negerinnen und Buschmänner. Nun sind auch Dr. Pfitzer und seine Frau in die SPD eingetreten. Allzeit bereit, deine Nora. So, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Wenn du noch was zu sagen hast, liebe Alisa, bekommst du auch noch Zeit. Nein, ich wollte noch vielleicht ja, einen Dialog zwischen diesen beiden Freundinnen und deren Freundschaft unter Druck gerät nochmal lesen, damit sie so ein bisschen den Eindruck kriegen von dem Buch. Moment. Ja. Nein, das ist auch nicht die richtige Stelle. So, jetzt habe ich sie aber. Es geht dann auch um den Maschsee. Die beiden Freundinnen spazieren am Maschsee und beobachten den Maschseebau. Das lasse ich jetzt der Kürze halber weg. Und da haben sie unterschiedliche Einschätzungen dafür. Die eine, die Arierin, befürwortet diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nora empört sich über die, sagt dazu, nur mit Mäusen fängt man Speck, nee, mit Speck fängt man Mäusen. Und jetzt kommt noch ein anderer kleiner Dialog.
Eines Tages stand Nora am Mitarbeiterausgang des Kaufhauses, Hände in die Hüften gestemmt, Zorn in der Stimme. Wie kannst du nur hier arbeiten? Was ist schlimm dran? Alle jüdischen Mitarbeiterinnen wurden entlassen. Ich weiß, ich kann es nicht ändern, sagt Greta. Aber wir dürfen das nicht hinnehmen, Nora laut. Ich erwarte, dass du dieses Haus boykottierst. Stattdessen arbeitest du für die hier. Greta starrte sie an, war fassungslos. Ja, Meinungsverschiedenheiten hatten sie in letzter Zeit öfter gehabt. Aber manchmal klang es dann auch wie Streit. Und eine Zeit lang sprachen sie hinterher nur das Nötigste miteinander. Irgendwann schob sich dann alles wieder zurecht. Aber so ein Tribunal, so ein öffentliches Abkanzeln und das vor ihren Arbeitskolleginnen, das hatte es noch nie gegeben. Wo war die Nora, die sich neben sie gestellt und ihre Hand genommen hatte, als sie in der Schule zur Strafe in der Ecke stand? Also da gerät also die Freundschaft unter dem Druck des Nationalsozialismus und dieser Konflikt spitzt sich in dem Buch dann nachher auch zu. Also mein Fazit zu diesem Buch ist, es ist leicht zu lesen, es ist informativ in manchen Details der Stadtgeschichte, es ist eine spannende Recherche und ein besonders hervorheben möchte ich ein Kapitel, diese Helene Salpeter, die in die USA emigriert ist, kommt Ende der 50er Jahre nach Hannover zurück. Und ein Höhepunkt des Buches meines Erachtens ist die Beschreibung der Atmosphäre in Hannover am Ende der 50er Jahre. Wunderbar. Danke. Vielen Dank, liebe Alisa. Du hast uns Lust gemacht auf dieses Buch, welches in der Bibliothek der Liberalen Jüdischen Gemeinde entliehen werden kann. Es kann natürlich auch gekauft werden. Magst du noch den Verlag sagen? Der Verlag heißt Zu Klampen, Litera Nova. Mhm. Und es ist 2022 erschienen. Und wie gesagt, der kleine Zug ins Paradies. So sieht es aus. Mhm. Das ist die Kate, die nach Hannover fliegt, um hier die Familienrecherche zu betreiben. Dankeschön. Ja, bitte, Konstanze. Ja, ich wollte nur ergänzen, ich bin gebürtige Hannoveranerin, lebe aber schon lange in Köln, aber Hans-Peter Wiechers ist mir sehr vertraut als HAZ-Redakteur, den ich immer über alle Maßen geschätzt habe, besonders für seine kleinen Glossen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass allein sein Talent zu schreiben das Buch schon zu einer wirklich schönen Lektüre macht und verbunden mit dieser interessanten Recherche. Also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Wunderbar. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Verbindungen, Verknüpfungen? Wenn nicht, gehen wir zum nächsten Buch über. Das handelt von Jakob Taubes. Und da frage ich mal in die Runde, wer kennt Jakob Taubes? Wer hat von Jakob Taubes gehört? Ja, oh, ich sehe, genau. Es gehen doch eine Reihe von Händen hoch. Jakob Taubes, bei uns in der Bibliothek von Wolfgang und mir steht seit vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, seit 30 Jahren, das Buch Die politische Theologie des Paulus im Regal. Taubes ist mir bekannt, also den Namen kenne ich seit langem, als ein kreativer Denker. Er hatte ein sehr wechselhaftes Leben. Er ist 1923 in Wien geboren, als Sohn eines Rabbiners, eines liberalen, orthodoxen Rabbiners. Der ging 1936 nach Zürich, vielleicht in der Hoffnung, dann später als Oberrabbiner nach Wien zurückkehren zu können. Seine Jugend verbrachte Jakob Taubes in Zürich bis 1947. Er besuchte dort ein Gymnasium, eine Jeschive. Er studierte dort, er promovierte dort und er wurde dort auch als orthodoxer Rabbiner ordiniert. Die Aussichten für jemanden, der nicht Schweizer Staatsbürger war,
denn die Taubes hatten keine Pässe in der Schweiz erhalten. Eine Stelle zu erhalten im akademischen Bereich waren gering. Vater Zwietaubes war gut vernetzt. Er hatte an Finkelstein am Jewish Theological Seminary geschrieben und nach Abschluss seiner Promotion zur abendländischen Eschatologie ging Jakob Taubes ans JTS. Jakob Taubes, auf ihm ruhten die Hoffnung der Familie, seine Ansprache zur Bar Mitzwe ließ sein Vater im Privatdruck veröffentlichen. Er war klug, er ließ das manchmal auch andere wissen. Er war charmant. Das sorgte dafür, dass ihn viele, auch Frauen, attraktiv fanden. Er ging also ans JTS, erhielt ein Stipendium von 1947 bis 1949. Danach war er dann, er erhielt dort keine Stelle, er ging nach Jerusalem, hatte ein Stipendium vom JTS für Jerusalem an der Hebräischen Universität, kehrte danach in die USA zurück, lehrte an verschiedenen Universitäten, hatte aber bis Mitte der 50er Jahre keine feste Stelle, erhielt dann eine Stelle an der Columbia University, aber auch nicht als Professor, sondern was wir als Mittelbau bezeichnen würden. Und dann erhielt er durch Vermittlung von Salzja Landmann und Helmut Gollwitzer an der FU. Er lehrte dort zunächst und erhielt dann 1966 den Lehrstuhl für Judaistik, wo er bis 1976 lehrte. Er hielt sich danach in Jerusalem, Paris auf und 1987 starb er in Berlin. Die Orte zeigen auch die, ja, die geistige Landkarte an, also Europa, Jerusalem, New York, die Landkarte jüdischen Denkens. Und Jakob Taubes, also mit wem er alles in Kontakt kam, ist einfach schier unglaublich. Schon als er Gymnasiast war, lernte er Karl Barth kennen, als sein Vater sich für die Rettung verfolgter ungarischer Juden einsetzte, tat er dies, indem er evangelische Theologen um Hilfe bat. Und so lernte der junge Jakob Taubes schon früh, kam er in Kontakt mit christlichen Theologen, evangelischen Theologen, aber auch unter anderem an der Universität dann als Student mit Urs von Balthasar. Taubes war neugierig, weltoffen. Er war keiner, es gibt von ihm einen Spruch, der überliefert ist, eine Welt ist mir nicht genug. Kein Kontext reichte ihm, nicht der religiöse Kontext des orthodoxen Judentums, die Welt war ihm zu eng. Auch das Jewish Theological Seminary, die konservative Welt, also das konservative Judentum in den USA, liberaler, weltoffener als die Orthodoxie, aber auch die war ihm zu eng. Aber auch die säkularen Welten, denen er an den Universitäten begegnete, auch die genügten ihm nicht. Als er mit akademischen Kollegen einmal unterwegs war, ging er dann in eine Synagoge. Und da sagte er dann jeden Satz, eine Welt ist mir nicht genug. Taubes hat nicht viel publiziert. Seine Doktorarbeit Abendländische Eschatologie, Lehre von den letzten Dingen. Und in seiner Dissertation beschäftigt er sich mit biblischer Prophetie, mittelalterlichem christlichem Denken, neuzeitlichem Denken, und er versucht, die Spuren der biblisch-eschatologischen Denkens in der säkularen Welt zu entdecken. Es ging ihm um die großen Erzählungen, immer die großen Linien, und da war er ein sehr kreativer Denker, der vom Austausch lebte, der neugierig war im Austausch mit anderen, zum Beispiel
als der Satmarer Rebbe Joel Teitelbaum in den 40er Jahren in die Schweiz kam. Er gehörte zu den ungarischen Juden, die das Glück hatten, ausgetauscht sozusagen zu werden. Da war der Satmarer Rebbe, er begleitete ihn und half ihm. Er hatte da also null Berührungsängste, in dieses Milieu einzusteigen. Er beschäftigte sich später auch mit sehr konservativen Denkern. Auch da hatte er hatte nie Berührungsängste. Selber scheint er sich sehr stark auch mit Paulus und mit dem, mit Paulus identifiziert zu haben. Paulus, derjenige, der Kernelemente des Judentums den Völkern brachte. Und Taubes hatte die Hoffnung, selber auch eine Theologie zu schreiben, ein neues System zu entwerfen. Aber das gelang ihm nicht. Und so einerseits das große Erbe der jüdischen Tradition, des abendländischen Denkens, was er hatte und sein kluger Verstand. Dennoch gelang es ihm nicht, eine neue Theologie, ein neues System, etwas Neues zu verfassen. Und das führte dann auch dazu, dass die Bewertung, also einerseits war er ein charmanter, kluger Gesprächspartner. Er hatte einen großen, also er war sehr scharfsinnig, aber gleichzeitig war er auch eine exzentrische Persönlichkeit mit einer Reihe von negativen Eigeneinstellungen. Er wurde wahrgenommen, also sozusagen im moralischen Bereich, gab es schon von früher Jugend an, sagen wir, dunkle Seiten. Er ließ sich mit Frauen ein, die verheiratet waren, er hatte zahlreiche Affären, er verletzte Menschen immer wieder sehr stark. Susanna Heschel berichtet, dass als Kind am JTS, sie hörte, was andere sagten, und ein Spitzname war Sitra Achra, also auch der Böse. Das wurde ihm zugeschrieben. Die Biografie ist verfasst von Jerry Z. Müller, der jüdische Geschichte lehrt. Er selber studierte an der Brandeis-Universität, er schrieb seine Doktorarbeit bei Fritz Stern und er traf Taubes selbst 1980 in Jerusalem. Und er wollte mit der Biografie, versucht er Verschiedenes, diesem Leben nachzuspüren, der Anziehung einerseits, aber auch der Ambivalenz oder der großen Ablehnung andererseits. Und wenn man auch eines hier sozusagen lernen kann, dann ist es Ambiguitätstoleranz, weil er wirklich auch große Schattenseiten in seiner Persönlichkeit hat. Und was sich natürlich anbietet, ist, das Leben von Jakob Taubes deckt einen großen Teil der Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts ab. Das Schicksal kultureller Affinitäten und eine innere Rastlosigkeit führten ihn aus Wien nach New York an die Freie Universität. Sein Leben war rastlos, voller Spannungen und Widersprüche. In den persönlichen Spannungen und Widersprüchen spiegeln sich viele größere Themen: der Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft, die Loyalität zu den eigenen Wurzeln sowie das Verlangen, diesen zu entkommen, institutionalisierte Zugehörigkeit und radikale Kritik und am wichtigsten das Verhältnis von Religion und Politik. Und dann schreibt er über ihn:
Für seine Werkgefährten war Jakob Taubes mitunter eine Quelle der Lebensfreude und des Frohsinns, aber er selbst war ein Gepeinigter und auch fähig, andere Menschen zu quälen. Er blühte im Chaos auf und erzeugte Chaos in seiner Umgebung. Er konnte das Leben anderer bereichern oder zerstören. Deshalb wurde ihm sowohl mit Liebe und Faszination als auch mit Angst und Abneigung begegnet, nicht selbst von ein und derselben Person in verschiedenen Phasen ihrer Begegnung. Und noch an anderer Stelle, für viele, denen er als Lehrer begegnete, verkörperte Taubes Gelehrsamkeit als Lebenseinstellung. Ein Mensch, der nicht nur über Ideen grübelte, sondern diese auch mit Leidenschaft vermittelte. Die Breite seines Wissens, die Brillanz seiner Erkenntnis und sein beißender Humor konnten verblüffend sein. Obwohl er den Großteil seines Lebens in einem akademischen Umfeld verbrachte und an einigen der angesehensten Universitäten der Welt lehrte, war er alles andere als ein typischer Professor. Das versuchte er auch gar nicht. Er strebte mehr danach, ein Seher zu sein als ein Wissenschaftler. Seine selbsternannte Rolle war die eines Gnostikers, des Apokalyptikers oder des Revolutionärs. Von der Krise genähert, immer auf der Suche nach Anzeichen drohender Zerstörung und Transformation in einer Welt, die er als teuflisch oder korrumpiert wahrnahm. Das galt auch für die USA, für die Sowjetunion und natürlich das Europa des Nationalsozialismus sowieso. Für manche war dies inspirierend, für andere beängstigend. Manchen erschien er als Schatztruhe, anderen als Blender. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch seine ganze Biografie und ist einfach faszinierend zu sehen, wem er alles begegnete. Also der renommierte Theologe in den USA, Christa Stendhal, natürlich kannte er Paul Tillich, Reinhold Niebuhr, Heschel, also das, ja, das ist klar. Ja, das Buch, das im Surkamp Verlag, jüdischer Verlag, erschienen ist, ist sehr dick. Mit dem Literaturverzeichnis kommt es auf über 900 Seiten. Es wird nicht nur das Leben von Taubes en Detail beschrieben, sondern es ist sozusagen eine Geistesgeschichte. Also wenn es um Rabbinerseminare geht, dann liefert der Autor auch immer noch gleich sehr viel Kontext dazu. Welche Rabbinerseminare gab es? Welche Ausrichtung hatten die? Oder wenn es um eine Auslegung des Römerbriefes, um Paulus geht, dann berichtet er auch, dann stellt er auch die neuere christliche Auslegung des Römerbriefes dar. Also, wer viel Zeit hat, vielleicht in den Urlaub fährt und umfassend Kontext möchte, einen der schillerndsten Denker, jüdischen Denker des 20. Jahrhunderts kennenlernen möchte, denen sei das Buch empfohlen, Professor der Apokalypse, die vielen Leben des Jakob Taubes. Dann kommen wir von einer Biografie zu einer Autobiografie und da bin ich sehr gespannt auf den Beitrag von Konstanze Baumgart, Tom Segev, Jerusalem, Ecke Berlin. Liebe Konstanze, bitte, du hast das Wort. Vielen Dank, Ursula, für die Einführung. Ja, das Buch Tom Segev, Jerusalem, Ecke Berlin, ich zeige es zuerst mal, damit Sie eine Vorstellung haben vom Volumen. Lässt sich sehr leicht lesen, ist nicht so dick wie dein Buch, Ursula, aber hat auch schon seine 400-500 Seiten. Tom Segev wurde 1947 in Jerusalem, also damals noch Palästina, geboren, als Sohn deutscher Immigranten. Seine Eltern waren beide Kommunisten. Sein Vater war Jude. Also es gab gleich sozusagen zwei Gründe, warum sie Deutschland verlassen mussten. Seine Mutter, das muss ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich sagen, war nicht Jüdin, was sein Leben auch nicht unbedingt einfacher machte. Tom Segev, darauf komme ich gleich zurück. Tom Segev wurde Journalist, hat Geschichte studiert und hat zeitlebens in beiden Funktionen gearbeitet, tut er immer noch.
ist in Israel und weit über Israels Grenzen hinaus ein sehr renommierter und anerkannter Historiker und in Israel als Journalist über alle Maßen bekannt. Er war sehr lange auch als Korrespondent, mehrfach in Deutschland, kennt als das Nachkriegsdeutschland, die Bonner Republik und war dann zur Zeit der Wiedervereinigung des Mauerfalls auch in Berlin. Hat das als sehr, sehr spannend empfunden, gerade mit dort mit Menschen wie Bärbel Bohley zum Beispiel gesprochen und hat das an mehreren Stellen auch herausgehoben, dass er es als eine sehr spannende Zeit fand. Ich habe gerade eben gesagt, die Herkunft seiner Eltern hat sein Leben geprägt. Er selber sagt nicht explizit an keiner Stelle, dass es auch damit zusammenhängt, dass seine Mutter nicht Jüdin war. Aber man kann es zwischen allen Zeilen eigentlich lesen, dass das seine Position in der Heimat, in der neuen Heimat, schwieriger machte. Es kam auch dann noch hinzu, dass seine Eltern beide gerne zurück wollten, sich sogar eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen konnten und nach dem Krieg, dann nach dem Holocaust, auch noch über eine Rückkehr dann in die DDR nachgedacht haben. Sein Vater ist dann aber sehr bald gestorben, sodass diese Hoffnung sich zerschlagen hat und seine Mutter sich auch entschied, mit ihm und seiner Schwester in Jerusalem und im neu gegründeten Israel zu bleiben. Ich habe Tom Segev zu seinem Buch interviewt für einen Radiobeitrag und möchte gerne mal einen O-Ton dazu vorlesen, weil ich finde, dass der besonders präzise und prägnant zusammenfasst, wie er sich eigentlich gefühlt hat. Und genau danach hatte ich ihn auch gefragt. Und Tom Segev sagt, ich bin eigentlich in zwei Welten aufgewachsen, zwei Sprachen, zwei Welten und hatte niemals das Gefühl, dass ich wirklich zu einer der beiden gehöre. Ich habe zu Hause niemals erzählt, was draußen passiert. Draußen habe ich niemals erzählt, was zu Hause passiert. Und ich glaube, dass das in mir eine sehr starke Skepsis entwickelt hat. Also ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Und das merkt man auch ihm im Gespräch an und man merkt es auch seiner Autobiografie, seinen Erinnerungen an. Und diese Skepsis, dieses fehlende Dazugehörigkeitsgefühl zieht sich auch wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Aus meiner Sicht macht das den besonderen Wert seiner Erinnerungen aus, weil dieses Leitthema ja auch auf etwas verweist, womit wir uns heute sehr intensiv beschäftigen, in der deutschen Gesellschaft, überhaupt in den westlichen Gesellschaften, was eigentlich Dazugehörigkeit ausmacht. Was macht Unterschiede aus? Wer gehört dazu? Wer fühlt sich selbst zugehörig? Und wer sich für dieses Thema interessiert, vielleicht auch ein bisschen besser verstehen möchte, wie die aktuelle Diskussion läuft und wie manche Beiträge von in Häkchen Betroffenen zu verstehen sind, wird in dem Buch von Tom Segev auf jeden Fall fündig, weil er sehr anschaulich und emotional nachvollziehbar davon erzählt, wie dieses Gefühl eben da war, ihn immer begleitet hat und er nennt das zwar nicht Einsamkeit, es fühlt sich aber beim Lesen wie Einsamkeit an. Man merkt es halt an vielen Stellen. Segev erzählt natürlich auch von seiner Tätigkeit als Journalist. Ich hatte das schon kurz angedeutet. Er erzählt auch von seiner Doktorarbeit. Das empfinde ich als ein besonders interessantes Kapitel, weil er sich mit den Konzentrationslagern und den Kommandanten dort beschäftigt. Also Ursache und Wirkung hier ist sehr klar und er quält sich sehr damit. Es bringt ihn, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, an den Rand und darüber hinaus, was seine Belastbarkeit betrifft. Nichtsdestotrotz, auch wenn sich das recht interessant liest, sind das eher die schwächeren Passagen. Besonders dicht ist dieses Buch in dem ersten Drittel, da erzählt er nämlich seine Kindheit und Jugend, in die er mit seiner Mutter und seiner Schwester in Jerusalem verbrachte. Und das alles setzt sich zu einem Mosaik zusammen aus vielen kleinen Steinchen, das ein
ein Bild einer Lebenswelt entwirft, zum einen. Also man bekommt ein Bild über das Entstehen Israel, zumindest in dieser Stadt. Aber ich denke, vieles, was er da berichtet, weist auch über sich hinaus. Man bekommt auch ein sehr dichtes Bild darüber, wie sich Immigranten gefühlt haben und wie auch dieses Fremdheitsgefühl sie nicht verließ und wie sie eben allen Widerständen zum Trotz doch Palästina/Israel als die zweitbeste Lösung empfanden und lange intensiv auch von der Rückkehr träumten. Was sein ganzes Leben bestimmt hat, das ist alles jetzt schon angeklungen in dem, was ich sagte, das hat er selber mal zusammengefasst in seiner Autobiografie. Und da schreibt er, die Deutschen und der Holocaust und der Zionismus und der Krieg mit den Arabern, das sind die Erinnerungen, Mythen und Fiktionen, die mein Leben weitgehend geformt haben. Heute fühlt sich Segev als Israeli, er sagt, das ist seine Heimat Israel, auch wenn er sich heute noch von sich sagt, er fühlt sich manchmal immer noch sehr fremd. Es ist ihm bis jetzt ins hohe Alter nicht dieses Gefühl hat ihn nicht verlassen. Mir hat das Buch sehr gefallen. Ich habe daraus viel gelernt, viel Interessantes über israelische Geschichte und viel eben auch über das, was ich als den roten Faden eben bezeichnet habe, das Gefühl des Fremdseins und nicht dazugehörens oder sich nicht dazugehörig fühlen. Also ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ja, dann kommen wir in die Gegenwart jüdischen Lebens in Deutschland heute. Und da bitte ich Ursula Reuter darum, ihr Buch vorzustellen. Bitte, liebe Ursula. Ja, vielen Dank, liebe Ursula. Genau. Es geht bei meinem Buch nicht nur um die Gegenwart jüdischen Lebens, sondern vor allen Dingen die Gegenwart jungen jüdischen Lebens. Der Titel ist Wir lassen uns nicht unterkriegen. Junge jüdische Politik in Deutschland ist vor kurzem bei Hendrich und Hendrich erschienen. Eine Gemeinschaftsarbeit von Monty Ott und Ruben Gertschikow. Ich halte es gerade mal hier in die Kamera. So sieht das Buch aus. Ich glaube, das soll der Reichstag sein. Ich habe mich das ehrlich gesagt gefragt, aber vielleicht kann es jemand auch besser erkennen. Ich habe das Buch so interessant gefunden, weil ich mich ja als Historikerin schon viel mit jüdischen Politikern und jüdischer Politik, jüdischem gesellschaftspolitischem Engagement im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt habe und eben auch jetzt so zeitgenössische Diskussionen immer mal wieder interessiert verfolgt habe. Und weil ich natürlich es auch sehr spannend finde, was heute so an jungen jüdischen Stimmen existiert, was man wahrnehmen und lesen kann. Und soweit ich das so von meiner Arbeit in der Germania Judaica sehen kann, hat es halt einen unheimlichen Schub gegeben, nochmal durch dieses Festjahr 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, dass eben sich da sind viele interessante Bücher erschienen, gerade von jungen Jüdinnen und Juden zu Themen eben, wo sie sich eben sehr selbstbewusst und sehr interessant äußern. Jetzt dieses Thema Politik, das fand ich jetzt eben so persönlich auch mal sehr spannend, mir das anzuschauen. Die beiden Autoren sind beide so um die 30. Monty Ott, Ursula hat es schon gesagt, ist aus Hannover. Ruben Gertschikow stammt aus Frankfurt. Da haben sie, glaube ich, beide so auch ein bisschen ihre politische Sozialisation erlebt. Sie sind aber jetzt beide Berliner. Monty Ott hat Politik und Religionswissenschaften studiert. Er arbeitet im Bundestag, ist ansonsten auch freier Autor. Ruben Gertschikow ist Kommunikationswissenschaftler und ebenfalls Autor. Also beide schreiben eben auch für Zeitungen, Zeitschriften. Oft zu Themen wie Antisemitismus, Erinnerungskultur, Intersektionalität etc. Also was die jungen Menschen heute eben so schreiben. Wie gesagt, ich finde das interessant, ist mir manchmal tatsächlich ein bisschen fremd. Und schon deswegen finde ich das aber auch, ja, kann man wirklich auch, das Buch kann man sehr gut lesen. Also es liest sich schnell und unproblematisch. Und ich finde, man kriegt ganz gut Einblicke in aktuelle Debatten und Themen, die einfach wichtig sind.
Beide sind eben auch politisch aktiv oder politische Aktivisten, wie auch immer man das genau nennen soll. Monty Ott war Gründungsvorsitzender von Keshet Deutschland. Das ist eine Organisation queerer jüdischer Menschen. Ist, glaube ich, auch 2018 gegründet worden, gibt es eben erst seit einigen Jahren. Uwe Gertschikow war Vizepräsident der European Union of Jewish Students und auch in der Jüdischen Studierendenunion Deutschland sehr aktiv. Und wie gesagt, er ist Anhänger des ersten FC Köln, obwohl er aus Frankfurt ist. Ich gebe das hier nur kund. Und das spielt tatsächlich auch eine Rolle in dem Buch, in dem nämlich so ganz unterschiedliche politische Themenfelder dargestellt werden, immer durch Gespräche, die die beiden geführt haben mit Aktivistinnen und Aktivisten. Und eben ein Kapitel, da geht es auch um die Fußballfanszene und jüdische Protagonisten, Protagonistinnen und jüdische Themen in der Fußballfanszene. Auch was mir sonst ein ziemlich fremdes Terrain ist, aber man lernt doch einiges. Zur Motivation der beiden Autoren möchte ich ein kurzes Zitat vorlesen von Monty Ott. Das steht nicht im Buch, sondern auf seiner Website. Das finde ich fast aber so das Interesse, das sie eben an diesem Projekt hatten, ganz gut zusammen. Viele junge Jüdinnen und Juden haben in der Vergangenheit immer wieder mutig das Wort ergriffen, haben dafür gekämpft, was sie für richtig halten und woran sie glauben. Sie haben um ihre Vision einer gerechten Gesellschaft gerungen. Heute leben mindestens 25.000 von ihnen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. Ihr Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft ist angesichts der virulenten Bedrohung durch den Antisemitismus alles andere als selbstverständlich. Doch wer sind diese jungen Menschen, die sich zu Wort melden? Was treibt sie an? Wie steht ihr politisches Engagement im Zusammenhang mit ihrer jüdischen Identität? Das sind also so ein bisschen die Fragen, die sie umgetrieben haben. Und dazu noch ein weiteres kurzes Zitat. Genau hier. Unsere Arbeit an diesem Buch erlaubte es uns beiden, ein Dutzend beeindruckender, inspirierender Menschen, die sich zumeist sehr sachlich und unaufgeregt in Debatten einmischten, kennenzulernen. Doch warum wurden ihre Geschichten so selten erzählt? Wenn sie einmal in der Öffentlichkeit reden durften, beschränkten die Fragen, die ihnen gestellt wurden, sie auf gewisse Themen. Etwas, das wir selbst allzu häufig erleben mussten. Wir haben erlebt, dass Menschen die Erwartung an uns richten, uns auf eine Weise darzustellen, wie wir uns selbst nicht sehen. Wir sollten generisch jüdisch sein, ohne Widersprüche und Brüche. Der jüdische Mensch wird, so schreibt es Esther Dischereit, in der öffentlichen Wahrnehmung wieder und wieder Jude und nichts als Jude, gleichsam tot, was seine Zugehörigkeit zur Gattung betrifft. Es sammelten sich eine ganze Reihe grotesker Erzählungen an, mit denen man unter anderem jungen Jüdinnen und Juden in geselliger Runde einen gequälten Lacher erzielen kann. Sei es die Aufforderung zur jüdischen Performance wie das Anlegen von Tefillin, während eine Kamera auf dich gerichtet ist, oder das eigene Gesicht für eine Fernsehreportage unabgesprochen auf die Betonstelen des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin projiziert wird. Aus der Erfahrung der Fremdzuschreibung rührte vielleicht auch unser Interesse für die Auseinandersetzung mit jüdischer Widerständigkeit. Und auch das sind so Themen, die eben immer wieder vorkommen in den ganzen Gesprächen, wie überhaupt eben sehr viel, also es gab so einige Themen, über die immer wieder geredet wurden. Das war eben immer wieder Antisemitismus, die Erfahrung von antisemitischer und rassistischer Gewalt, das Thema Israel und israelbezogener Antisemitismus, also sozusagen diese Themen, die in gewisser Weise immer von der Mehrheitsgesellschaft eben an die Akteure herangetragen worden sind, ob sie wollten oder nicht. Im Gegensatz dazu halt eben Themen wie Empowerment und wie der Wunsch, der, finde ich, bei vielen dieser gerade politisch Aktiven sehr stark ist, eben jüdische Stimmen im gesellschaftlichen Diskurs einfach mal hörbar zu machen und gleichzeitig der Wunsch, eben die Gesellschaft zu verändern.
Also einige reden auch gerne von Tikkun Olam, also der Reparatur der Welt, als ein eben ganz wichtiges jüdisches Konzept, als eben etwas, was sie dazu gebracht hat, sich nicht nur in jüdischen Kreisen, sondern darüber hinaus immer wieder zu engagieren. Und unter anderem gibt es ein Kapitel, da erzählen, ich glaube, ein SPD-Mitglied, ein CDU-Mitglied, einer von der FDP, eine Grüne und eine Linke über ihre politischen, ihr politisches Engagement in den Parteien. Das fand ich ein ausgesprochen interessantes Kapitel. Das gab dann immer noch einen älteren Aktivisten aus der Partei, der sozusagen auch bestimmte Sachen kommentiert hat. Also das fand ich auch sehr spannende Einblicke in so Diskussionen innerhalb von Parteien und wie auch eben das erlebt wird und wie man sich durchsetzen kann oder eben auch nicht durchsetzen kann. Das ist jetzt sozusagen Politik as Politik. Wie gesagt, die Definition in dem Buch ist relativ weit. Es geht eigentlich insgesamt um Aktivismus. Es geht sehr stark um den Aktivismus jüdischer Studierender. Da gibt es auch einen sehr interessanten Rückblick auf die erste Organisation jüdischer Studenten, den Bund jüdischer Studenten Deutschlands, der sich 1968 gegründet hat. Da haben die beiden Autoren mit Dandina gesprochen. Und das ist schon, fand ich auch jetzt wieder sehr spannend, das nochmal historisch zu sehen, was da so diese Erfahrungen sind und wie jemand wie Dandina nach eben 40 Jahren darauf zurückblickt, im Vergleich gesetzt mit dem Aktivismus eben jüdischer Studierender heute. Und die Jüdische Studierende Union Deutschland, so heißt sie genau, die ist ja auch immer mal wieder in den Medien ganz präsent mit der jetzigen Vorsitzenden Anna Staroselsky, die sieht man ja auch öfter mal in Talkshows. Also das ist so ein Gesicht, die kommt jetzt in dem Buch nicht vor, aber wo man sieht, es gibt eben doch auch eine mediale Präsenz heutzutage von jüdisch-politisch aktiven jungen Leuten. Andere Themen, die in dem Buch vorkommen, sind zum Beispiel die Aktivitäten im Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk. Das ist das Studienwerk für jüdische Studierende, das ja entsprechend den evangelischen, katholischen und inzwischen auch muslimischen Studienwerken entstanden ist und das eben auch so ein wichtiger Katalysator ist für bestimmte Organisationen und Gesprächszusammenhänge. Wichtiges Thema ist dann auch Queerness und Feminismus, was die für eine Rolle spielen, was es da für Organisationen und für Aktive gibt. Politischer Aktivismus auf die Straße getragen ist ein Thema. Wie gesagt, Fußball hatte ich schon gesagt. Und zum Schluss geht es auch um die Frage, ist Kunst politisch? Wo eben auch verschiedene Künstlerinnen und Künstler vorgestellt werden und ihre Äußerungen, also unter anderem auch Street-Art-Künstler, von denen ich noch nie was gehört hatte, und bilden eine bildende Künstlerin, Talia Feldmann, die eine Ausstellung in Berlin hatte, die sehr stark rezipiert worden ist, eine Rapperin, also die Leute, die eben nicht Kunst um der Kunst willen machen, sondern damit auch ein politisches Engagement verbinden. Und in dem Zusammenhang kann ich noch einen ganz kurzen Tipp loswerden vielleicht, weil auch der Regisseur von Mazel Tov Cocktail interviewt wird. Ich weiß nicht, ob alle den Film gesehen haben, kann ich absolut empfehlen. Und im Augenblick ist er noch nicht mehr sehr lange in der Mediathek von Dreisat, kann man ihn sich angucken. Ansonsten gibt es ihn, glaube ich, nur für Geld im Streaming, aber im Augenblick kann man den noch mal sehen und das wird eben auch noch mal sehr ausführlich diskutiert. Der Versuch eben des Filmemachers, die Problematik eines jüdischen Schülerlebens darzustellen und sich damit auch so ein bisschen von diesem Thema freizuschreiben. Und der Regisseur sagt, wir sind eigentlich mit Preisen fast beschmissen worden. Also ist für ihn das Thema jetzt damit nicht vorbei, sondern es ist wirklich unglaublich stark rezipiert worden. Ich glaube, da sind Sachen passiert, die geben auch schon wieder Vorlagen für einen neuen Film. Aber auf jeden Fall, der Film, finde ich, ist wirklich
sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Ja, insgesamt ist das so ein bunter, ich finde ein sehr buntes Bild. Und wie gesagt, man kann es sehr gut lesen. Es ist jetzt nicht ein stilistisches Meisterwerk, aber das muss man ja auch nicht immer haben, sondern man kann das einfach als im Reportagestil lesen und erfährt sehr viel über eben Diskurse, über Menschen, auch über unglaublich spannende und auch bewegende Zusammenhänge. Also zum Beispiel nochmal sehr viel über das Engagement, das nach dem Terroranschlag von Halle passiert ist, also zum Beispiel die Unterstützung der, ich glaube, Cousins oder Brüder von dem Kiezdöner, die eben, wo es eben durch das Engagement von selbst an diesem Anschlag Betroffenen, also die in der Synagoge eben überlegt haben, die haben dann Geld gesammelt und überhaupt erst eine politische Kampagne gemacht, damit die in irgendeiner Weise entschädigt werden. Also da gibt es wirklich viele spannende Geschichten. Was ich auch nochmal total beeindruckend fand, war die Geschichte, die da erzählt wird. Das ist jetzt eher was Historisches, ist 30 Jahre her. Die Reise von französischen Juden und Jüdinnen 1992 nach Rostock, nach den Ausschreitungen Rostock-Lichtenhagen und der danach sich ja sehr stark zuspitzenden Asyldebatte. Die meisten werden sich wahrscheinlich erinnern von denen, die heute dabei sind. Daraufhin hat es ein Abkommen gegeben zwischen Deutschland und Rumänien, durch das dann sehr viele Roma abgeschoben werden konnten nach Rumänien. Also statt dass man den Opfern des Rassismus geholfen hat, hat man da eine Gelegenheit gesehen, sozusagen gegen sie politisch vorzugehen. Und um dagegen zu protestieren, ist eine ganze Gruppe französischer Jüdinnen und Juden um das Ehepaar Glasfeld nach Rostock gefahren und hat dort demonstriert. Und das war, denke ich, auch ein wichtiger Kulminationspunkt für widerständigen Geist, dass eben das, was die beiden Autoren in ihrem Buch eben immer wieder gesucht haben. Also genau, soweit interessante Leute, interessante Geschichten, viel zum Nachdenken. Von daher kann ich das Buch auch empfehlen. Ich danke all denjenigen, nicht nur die vorgetragen haben, sondern auch die zuhören und die lesen und die immer wieder dabei sind. Wir machen weiter, wir lesen, wir präsentieren und ich freue mich auf unseren nächsten digitalen Salon, der dann, wenn ich es richtig sehe, im Juni stattfinden wird. Bis dahin, genügend Lektüre gibt es ja und Chag Sameach Pesach und frohes Ostern und Shavuot und Pfingsten haben wir dann auch noch, bis wir uns in diesem Kreise wiedersehen.